Rassismus, Top-Thema zurzeit und so, so viele Fragen im Kopf. Ja, deswegen haben wir uns heute mit einem der Top-Rassismus-Experten verabredet, und zwar mit Lorenz Naikuleng. Was ist eigentlich schlimmer, bewusster Rassismus oder so unbewusster Alltagsrassismus? Man muss sagen, der bewusste Rassismus mordet und tötet, aber der unbewusste Rassismus hat eine viel größere Reichweite. Er sorgt dafür, dass jemand eine Gymnasialempfehlung nicht bekommt, er sorgt dafür, dass jemand einen Job oder eine Stelle nicht bekommt und manchmal, dass jemand eine Wohnung nicht bekommt. Das heißt, der unbewusste Rassismus macht vielen Menschen, die Rassismus betroffen sind, das Leben deutlich schwerer, weil es in alle Lebensbereiche hineinwirkt. Und deswegen dürfen wir ihn gar nicht vernachlässigen. Im Freundeskreis erlebe ich es auch manchmal, dass so Dinge so witzig gemeint rüberkommen. Also, dass die dann sagen, ach, das war so ein stark pigmentierter Typ und so, ha, ha, ha. Und ich dann denke so, weiß jetzt gar nicht, ob das so wahnsinnig witzig ist. Wenn man es dann aber anspricht, dann heißt gleich, hallo, war doch nur ein Scherz, hab dich nicht so. Also, was für Witze gehen eigentlich und was für Witze gehen nicht? Ich finde, die Rahmen für Witze setzen immer diejenigen Personen, die von den Witzen betroffen sind. Und die müssen entscheiden, welche Witze gehen und welche nicht gehen. Und zuletzt muss man sich immer die Frage stellen, welche Strukturen reproduziert man damit? Wenn wir gerade in einer Gesellschaft leben, in der es ein großes Rassismusproblem gibt, dann sollte gerade der rassistische Witz vielleicht hinten anstehen. Ich frage mich aber auch so ein bisschen, wie kriegen wir das hin, so unverkrampft miteinander zu reden, weil ich dann wieder sofort im Ohr habe, dass dann Leute sagen, oh Gott, dann weiß ich, darf das nicht sagen und das, dann ist der beleidigt. Wie kriegen wir das hin? Und wenn beide Seiten, anstatt von vornherein ein Tabu zu setzen, sich darauf einigen, ehrlich über ihre Gefühle und Emotionen zu sprechen und dann zu sagen, hey, hier fällt mir was auf, ich wurde verletzt, deswegen spreche ich es aus, dann kann man auch im Verlauf miteinander herausfinden, wo die Stolpersteine und Hürden für die einzelnen Menschen sind. Aber um ehrlich zu sein, es klappt nicht immer so, wie du das sagst. Also oftmals eskaliert dann die ganze Situation, weil die Person, klar, wollte mich nicht verletzen oder sagt, du warst doch gar nicht gemeint, ich habe doch über jemand anderen gesprochen, warum bist du so empfindlich? Das müssen wir den Menschen erklären, dass es nicht darauf ankommt, wie es gemeint war, sondern wie es bei der Person wirkte. Zum Beispiel bei den Vereinten Nationen. Die hatten das simple Problem, dass sie immer wieder auf Staaten zugegangen sind und denen gesagt haben, hey, was ihr macht, ist rassistisch. Und die Staaten haben gesagt, nein, nein, ich mein's nur gut. Die Schwarzen haben ihre eigenen Schulen, da geht's denen besser. Und erst als die Vereinten Nationen gesagt haben, es kommt nicht darauf an, wie es gemeint ist, nicht auf die Intention, sondern es kommt darauf an, wie es wirkt, konnte man wirkungsvoll gegen Rassismus kämpfen. Meine Meinung ist, dass Menschen, die Rassismus betroffen sind, immer das Recht haben, ihre Rassismusbetroffenheit anzusprechen. Das heißt, in diesen Situationen darfst du immer ganz klar sagen, das, was gesagt wurde, finde ich rassistisch, nehme ich als rassistisch wahr. Damit urteile ich nicht über dich als Mensch, sondern über das, was gesagt wurde, und ich finde es schwierig. Diese Abwehrreaktionen, die wir finden, sind Teil des Prozesses. Ich würde auch nicht jede Abwehrreaktion als ein Problem wahrnehmen, sondern ich würde sagen, dass immer dann, wenn wir in einer Beziehung Ungereimtheiten haben, Unstimmigkeiten haben, Widersprüche haben, entsteht Reibung und Konflikt, und das ist ein Teil der Menschenbeziehung. Das heißt, für mich als Mensch, der mit Rassismus aufgewachsen ist, gibt es eine Klarheit darüber, dass ich mit meinen Freunden mich reiben werde über das Thema, weil es mir wichtig ist, weil es mir von Bedeutung ist und weil es relevant ist. Manchmal stärker, mal weniger stark. Eine kommunikative Strategie kann immer sein, ist zu sagen, du kannst den Begriff noch so nett und noch so lieb meinen, in meiner Erinnerung ist er ganz hart verhaftet mit ganz vielen negativen Dingen. Und das kaufst du mit ein, wenn du ihn verwendest. Aber ich müsste dann ja auch als schwarze Person immer so einen Seelenstriptease hinlegen, ja? Weil ich will jetzt vielleicht ja auch nicht jedem Menschen über Traumata erzählen, über Verletzungen erzählen. Es ist ein großes Problem, dass wir immer noch in einer Lage in der Gesellschaft sind, dass Rassismus so wenig diskutiert wird, dass viele Menschen gar nicht wissen, wie weitgehend die Erfahrung vieler Menschen ist. Und dieser Seelenstrippies, der notwendig ist, um das klarzumachen, ist eine große Herausforderung und ist kein Pflichtprogramm. Wenn jemand sagen möchte, ich möchte das nicht tun, ich möchte nicht immer wieder über das Thema sprechen, ich möchte damit kein sichtbarer Experte werden, dann hat er das Recht, das nicht zu tun. Auf der anderen Seite habe ich es auch schon erlebt, dass Menschen zum Beispiel mit Migrationshintergrund bei Kritik dann so reagiert haben, das ist Rassismus. Also jede Form der Kritik als Rassismus abgelehnt haben. Wie geht man damit um? Die erste Umgangsstrategie ist immer zu sagen, erstmal zuhören, annehmen, wahrnehmen und mitnehmen. Das heißt, ich gehe erstmal damit um, indem ich sage, ich nehme das an und denke darüber nach. Weil es sein kann, dass
das, was geäußert wurde, rassistisch war, man es aber selbst nicht so wahrnahm, weil man den Kontext nicht kennt, die Hintergründe nicht kennt oder vielleicht auch, wie es emotional auf die Person gewirkt hat. Wenn man sich dann entschieden hat, dass es nicht so war, dann bitte ich um eine Erklärung. Eins meiner Lieblingsbeispiele dafür ist, ich bin jamaikanischer Herkunft, mein Vater ist auf Jamaika geboren, dass dieses Vorurteil, dass schwarze Menschen schnell rennen können, sei eine vermeintlich positive Form des Rassismus. Wenn ich den Menschen dann erkläre, dass der Grund dafür ist, dass auf einer kleinen Insel wie Jamaika so viele Menschen so schnell sind, dass weiße Menschen über Jahrhunderte hinweg nur großen und starken schwarzen Menschen erlaubt haben, Kinder zu bekommen und Familien zu begründen und alle Schwachen aussortiert wurden und deswegen das Einfluss auf die Genetik der Menschen auf dieser Insel hatte, weshalb auch schwarze Menschen in den USA durchschnittlich größer sind als auf dem afrikanischen Kontinent, dann wird ihnen auf einmal klar, dass etwas vermeintlich Harmloses, Unverfängliches, etwas vermeintlich Positives ein Ergebnis, ein Produkt des Kolonialismus und von Rassismus sind und deswegen eigentlich gar nicht so witzig ist, wie man glaubt. Wahnsinn, also das habe ich auch nicht gewusst. Leider wurden schwarze Menschen gezüchtet, in ganz unangenehmer Art und Weise. Ich habe noch mal eine ganz lebenspraktisch triviale Frage. Angenommen, ich will eine Sache vermieten, eine Wohnung oder ein Auto oder irgendwas, und ich entscheide mich, es nicht dem schwarzen oder dem migrantischen Bewerber zu geben. Bin ich dann Rassist? Nein, bist du nicht, wenn du es aus anderen Gründen tust. Rassismus fängt immer dann an, wenn es eine Ungleichbehandlung ist aufgrund von bestimmten körperlichen, kulturellen, ethnischen oder religiösen Merkmalen. Wenn du dich entscheidest, ihm das nicht zu geben, weil er nicht genug Einkommen hat oder weil ein anderer Bewerber stärker war, dann ist das natürlich nicht rassistisch. Das heißt, ich muss mir wahrscheinlich dann in dem Moment mal bewusst machen, warum möchte ich mich jetzt so und so entscheiden, und wenn ich merke, ich habe eigentlich gar keine guten Gründe, außer dass mein Gefühl mir sagt, dass vielleicht doch lieber dem Weißen gebe, dann bin ich vielleicht gefährdet, da gerade rassistisch zu entscheiden. In der Tat, weil Rassismus wirkt ganz oft unterbewusst oder unbewusst. Es wirkt, ohne dass wir es wissen und es uns klar ist. Rassismus ist etwas, was tief in uns verankert ist durch kulturelle Sozialisation. Und wir sind oftmals gar nicht schuld daran, weil die Menschen, die ich treffe mit ihren Rassismen, die haben sie meistens nicht erfunden. Die greifen Rassismen auf, die Jahrhunderte alt sind. Verantwortlich werden wir dann, wenn wir entweder immer wieder aus diesen Rassismen heraus handeln oder uns weigern, die Rassismen, die wir haben, loszuwerden, aufzuarbeiten oder zu kritisieren. Wir sind aber nicht daran schuld, dass sie überhaupt da sind, weil sie sind unterbewusst eingewoben in unsere Kultur. Weil Rassismus und Diskriminierung ein kulturelles Produkt ist, ist es so, dass auch Menschen davon Träger sein können, die selbst davon betroffen sind. Dieser internalisierte Rassismus sorgt dafür, dass manchmal schwarze Menschen damit aufwachsen und ihre eigenen Haare nicht mögen. Sie mögen nicht, wie sie aussehen, oder sie verwenden Hautaufheller. Und das ist ein großes Problem. Was mache ich denn, um diese Klischees, die mich selber als schwarzer Mensch auch runterziehen, schlecht machen, um die zu verlernen? Wie schaffe ich es, ein schwarzes, positives Selbstbild aufzubauen? Meine eigene Erfahrung ist, dass es Zeit braucht und die Fachliteratur deckt sich damit. Deswegen ist es ganz wichtig, mit erfahrenen Mitgliedern derselben Gruppen zu sprechen und zu sagen, hey, was hast du hier gemacht, welchen Weg gingst? Was mir sehr geholfen hat, bestimmte Bilder zu brechen, sind mir Personen auszusuchen, die im Widerspruch zu den Vorurteilen stehen und sie mir an die Wand zu hängen. Ich habe in meiner Kindheit oft gehört, dass schwarze Menschen dumm seien. So kam Dr. Martin Luther King an meine Wand. Und so kam später Dr. Obama an meine Wand. Und dann habe ich das rassistische Vorurteil gehört, dass alle schwarzen Menschen besonders sportlich sein sollen. Also habe ich mal geschaut, gibt es Menschen, die das nicht sind. So kam Oprah Winfrey an meine Wand. Deswegen hatte ich auch eine Zeit lang eine kleine Skyline von Lagos, Nigeria an der Wand, weil man zeigt Afrika so gern mit Lehmhütten. Und also habe ich mir meine große, breite Skyline wieder an die Wand gehängt und habe dann irgendwann dem Menschen, der mir das sagte, gesagt, weißt du, wo das ist? Und er sagte Singapur. Ich so, nein. Frankfurt, nein. Chicago, nein. Lagos, Nigeria. Ich bin immer wieder negativ teilweise überrascht, welche Klischeebilder ich selbst im Kopf habe. Zum Beispiel ist es bei mir so, dass ich öfter mal gegen eine Autoscheibe klopfe und die Person bitte, ihren Motor auszuschalten, wenn die Leute irgendwo parken. Und da habe ich das auch tatsächlich öfter, dass ich mich manchmal bei manchen Menschen frage, soll ich da wirklich klopfen und die Person ansprechen oder zückt der gleiche Messer? Und das ist dann tatsächlich
oftmals so, dass das dann Männer mit wahrscheinlich einem arabischen Background sind, wo ich diese Angst auch verspüre. Und das sind dann tatsächlich immer die, die am nettesten reagiert haben, ja? Die immer sofort, Entschuldigung und tut mir leid, ich mache gleich meinen Motor aus. Ja. Und dann bin ich jedes Mal auch ein Stück weit selbst sauer auf mich, weil ich mir denke, woher kommt es, dass auch ich, obwohl ich mich so lange mit Rassismus beschäftige, immer noch diesen Klischeebildern aufsetze. Ein ganz unangenehmes Funktionsprinzip von Rassismus ist leider, das Schlechte für bestimmte Gruppen zum Allgemeinen zu erklären und das Gute zur Ausnahme zu stilisieren. Das heißt, wenn ein Mensch türkischer Herkunft etwas gut oder positiv macht, dann ist er ganz anders. Das ist eine große Ausnahme. Ach, der ist nicht so wie die anderen. Das ist der Mustafa, den kenne ich ganz persönlich, der ist anders. Während man dann, wenn man etwas Schlechtes sieht, das zur Allgemeinheit erklärt und sagt, ach, der ist so wie alle Türken sind. Ich habe ja in dieser Sendung echt für mich gelernt, dass auch ich rassistische Bilder in mir habe, obwohl ich echt am Anfang gesagt habe, nee, also ich bin da, habe damit nichts zu tun. Also für mich eine spannende Frage, wie schaffe ich das, da rauszukommen? Laden Sie Menschen ein, lernen Sie sie kennen. In der Forschung sprechen wir immer wieder von einer sogenannten Kontaktthese. Kontaktthese bedeutet, umso mehr Kontakt ich mit bestimmten Gruppen habe, umso geringer werden meine Vorurteile über die Gruppen. Weil ich lerne einen schwarzen Menschen kennen, der einen Doktortitel hat. Ich lerne aber auch einen schwarzen Menschen kennen, der als Reinigungskraft arbeitet. Ich lerne einen schwarzen Menschen kennen, der in einem Unternehmen arbeitet oder einen schwarzen Menschen, der Lehrer ist. Das heißt, ich lerne die Bandbreite kennen und verliere darüber die Vorurteile, wie schwarze Menschen sind. Ein weiterer Hinweis ist, dass wir bessere Antidiskriminierungsgesetzgebung haben. Wenn wir bessere Antidiskriminierungsgesetzgebung haben, werden Minderheiten selbstbewusster. Sie werden selbstbewusster darin, die Diskriminierung, die ihnen widerfährt, zu artikulieren und sichtbar zu machen und sich zu wehren. Wenn sie sich mehr wehren, gibt es mehr Reibung und mehr Reibung schafft gesellschaftliche Veränderung. Das ist eine konkrete Lösung. Und das Thema Rassismus muss endlich Teil von Schulunterricht werden, aber auch verstärkt in der politischen Bildung ein Zuhause finden. Weil oftmals merke ich, ich treffe Menschen im Seminar, denen erzähle ich, Rassismus hat mit Kolonialismus zu tun und deswegen mit Deutschland. Und die sagen mir, was hat denn Deutschland mit Kolonialismus am Hut? Weil viele Menschen gar nicht wissen, wie stark und ausgeprägt die koloniale Tradition in Deutschland ist und dass wir mal Kolonien hatten. Und dass auch in Deutschland sehr unangenehme Praktiken stattgefunden haben. Ich habe in meiner Präsentation immer ein Bild mit dabei, das ich gerne zeige, wo ein schwarzes Kind im Zoo ausgestellt wurde, um weißen Menschen zu zeigen, dass sie vermeintlich einer höheren oder besseren Rasse zugehören. Und teilweise waren diese Schwarzen in den Völkerschauen ja auch Deutsche. Die waren ja auch, wurden ja auch in Deutschland geboren. Also es waren gar nicht die Ureinwohner, ja, sondern es waren deutsche Ureinwohner. Das ist eine häufige Struktur des Rassismus, dass wir die Minderheiten, die nicht weiß sind, immer wieder neu entdecken. Mein Lieblingsbeispiel ist Ammo, promoviert, schwarz in Wittenberg, lehrend vor mehreren hunderten Jahren. Es zeigt, dass schwarze Menschen schon lange hier sind. Und ja, es gibt viele von uns, die sind schwarz und deutsch zugleich. Das ist ja auch so ein Klassiker. Man ist neugierig, man sieht jemanden, der ist schwarz und ist versucht zu fragen, wo kommst du denn her? Das ist aber auch natürlich schon mal wieder die Unterstellung, als käme der nicht von hier. Deswegen sollte die Frage, wo kommst du her, immer am Ende eines gemeinsamen Prozesses des Beziehungsaufbaus sein. Das ist keine Frage, die ich jemandem stelle, den ich jetzt erst getroffen habe. Das ist eine Frage, die ich nach vielen Monaten kenne, stelle, wenn ich andere Facetten seiner Persönlichkeiten, seiner Geschichte kennengelernt habe, um zu verdeutlichen, dass das nicht das Wichtigste ist an ihm, sondern auch nur eine weitere Sache ist, die mich an ihm besonders interessiert. Mich würde es ja wahrscheinlich auch irritieren, wenn mich jemand nach 2 Minuten fragen würde, wo kommt eigentlich deine Urgroßmutter her? Abgesehen davon, dass ich es gar nicht weiß. Und meistens ist die Frage, wo kommst du her, nur der Auftakt weiterer Fragen. Ja. Es fängt meistens an mit, wo kommst du her, warum bist du hier und wie lange willst du hier noch bleiben? Damit ist die Frage, wo kommst du her, diskursiv eingetütet in die Frage des, wer ist anders, wer gehört hier hin und wer darf hier sein? Und wer muss eigentlich begründen, dass er hier sein darf? Ich glaube, mit der Antwort ist ja eben auch das Wichtige, dass sich Menschen auch manchmal mit einer Antwort zufriedenstellen müssen, auch wenn sie gerne eine andere Antwort hätten. Ja. Ja, wenn ich gefragt werde, wo kommst du her, dann antworte ich natürlich ganz selbstverständlich, ich komme aus Nürnberg. Und dann muss der Gegenüber mit dieser Antwort leben, weil ich komme ja auch aus Nürnberg.
Und wir müssen aufgeben, wenn wir Rassismus bekämpfen wollen, müssen wir die Vorstellung aufgeben, dass wenn uns ein Mensch sagt, wo er herkommt, dass wir irgendwas über ihn wissen. Die Vorstellung, dass es den Deutschen gibt, ist ganz komisch, weil in Rheinhessen, wo ich aufgewachsen bin, trinkt man Wein. Nun lebe ich in München, dort trinkt man Bier. Es gibt eine andere Sprache, andere Grußform, anderes Tagesverhalten, anderes Kommunikationsverhalten. Sogar die Körperabstände sind anders. Wenn wir nun jemanden fragen, wo kommst du her, gehen die Menschen oftmals davon aus, dass er mir ein Land nennt und ich dann weiß, wer er ist, weiß ich eben nicht. Die ägyptische, die jamaikanische, die ghanaische oder marokkanische Gesellschaft sind mindestens genauso vielfältig wie die deutsche Gesellschaft. Das zu wissen, wo jemand herkommt, sagt uns relativ wenig über ihn. Und deswegen ist es eigentlich auch nicht die spannendste Frage, die man stellen kann. Boah, ey, vielen, vielen Dank. Ich habe heute richtig viel gelernt. Vor allem habe ich gelernt, dass auf mich als weißen Mensch doch noch viel Arbeit zukommt, mir bestimmte Dinge überhaupt erstmal klar zu machen und bewusst zu machen. Ja, danke, war eine Lehrstunde. Ja, mir hat es heute viel Spaß gemacht. Wir müssen uns aber vorstellen, dass das, was wir heute besprochen haben, gesehen haben, gelernt haben, wirklich nur ein ganz kleiner Teil ist von diesem Riesenfeld des Rassismus. Ja, umso wichtiger ist es, anzugehen. Ja, ich glaube, wir bleiben dabei, oder? Unbedingt. Danke. Danke.